keines Träume, Begegnung. Sanft, schwach, weich. Der Schatten, im Glauben, dass sein Peiniger tot war, wandte sich ab und stampfte Richtung Horizont. Auf dem Weg hielt er kurz inne, um ein letztes Brüllen auszustoßen. Konnte ihn nicht töten. Tut mir leid, Großmutter, konnte dich nicht rächen. Aufs Äußerste beschämt versuchte Kain ihren Kopf zur Seite zu drehen, hustete dabei aber lediglich einen großen Klumpen Blut aus. Es war beschwerlich zu sehen und erst nachdem sie sich eine Weile konzentrierte, bemerkte sie, dass ihr linkes Auge fort war. In sich hineinlachend richtete sie ihr verbliebenes Auge auf die Ruinen ihres Hauses und bemerkte einen abgerissenen Armstumpf, der ein paar Meter weiter entfernt lag. »Ja, das ist meiner«, dachte sie mit einem irren Kichern. »Das wird das Klatschen zu einer kniffligen Angelegenheit machen.« »Ha!« schrie plötzlich eine Stimme aus den Tiefen ihres Verstandes. »Endlich stirbst du, wie? Nun, das hast du auch verdient.« »Fahr zur Hölle, Dimo«, dachte sie gegenüber dem unsichtbaren Angreifer. »Fahr zur Hölle, bevor ich dir die Augen ausreiße und sie an einen Hund verfüttere.« Die Stimme ihres Kindheitstraumas löste sich in Rauch auf, nur um von einer anderen, erst kürzlich vernommenen Stimme ersetzt zu werden. »Halte still«, sagte der Apotheker, der wie ein Geist aus den Ruinen erschien. »Ich möchte dich malen, so wirst du ewig weiterleben.« »Nein, halt! Ich will nicht ewig leben. Ich möchte direkt hier sterben.« »Verstehe«, sagte er leise, »nun, wie du willst.« Der geisterhafte Ladenbesitzer schwankte für einen Moment zwischen den Welten, zog dann ein Stück Papier hervor und zeichnete schnell. Sekunden später hielt er keine die Seite hin und lächelte. »Da du mein Angebot abgelehnt hast, entschied ich mich, jemand anderen zu zeichnen.« Es war ein Bild ihrer Großmutter, lebensecht. Keine öffnete ihren Mund, um dem Mann zu danken, aber hielt inne, als das Bild in der Mitte anfing, schwarz zu werden. Bevor sie etwas sagen konnte, schwärmten tausende von vielbeinigen Insekten über das Bild und zerfetzten es mit scharfen Zangen. »Stopp! Nein! Tut dem Bild nicht weh!« Keine streckte ihren verbliebenen Arm aus und wedelte vergeblich mit ihm in der Luft. Zu ihrem Erstaunen fielen die Insekten aus dem Bild zu Boden und lösten sich dort in schwarzen Rauch auf. Erleichtert richtete Keine ihr gutes Auge wieder auf das Bild und öffnete ihren Mund für einen stummen Schrei. Die Zeichnung zeigte Großmutter nun, wie sie wirklich war, ein zerquetschter, unerkennbarer Haufen Nichts. Der Apotheker lächelte und brach dann in einen Freudentanz aus. »Siehst du das?« rief der Apotheker, während er tanzte. »Nun ist es perfekt. Sie sieht genauso aus wie du.« »So sehe ich aus. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben.« Verzweifelt legte Kain ihren Kopf zurück in den Matsch und Rauch ihres ruinierten Hauses und wartete auf das Ende. Aber kurz bevor sie sich vollends aufgab, begann eine ihr unbekannte Stimme ihr ins Ohr zu flüstern. »Hast du keinen Wunsch, Sonnenschein?« Die Stimme war vulgär und grimmig zugleich, als ob der Wahnsinn einen Weg gefunden hätte, Gestalt anzunehmen. Keine wollte schreien, als die Stimme ihr unter die Haut ging, aber ihre Lungen versagten ihre Arbeit. »Du weißt schon, einen Wunsch, wie ein Gebet oder so. Warum kniest du nicht nieder und fängst an zu beten?« »Bitte, unsichtbarer Mann im Himmel, rette mich, rette mich!« Keine verlegte sich schließlich darauf, die Stimme in ihrem Verstand anzuschreien. »Ich habe keine Wünsche! Sie werden nicht wahr für mich! Ich bin ein Fluch, ein Freak! Ich sollte sterben!« Die andere Stimme dröhnte in ihren Ohren. »Oh mein Gott, du bist die Beste!« Keine blickte nach unten und sah eine schwarze, glänzende Substanz aus ihren Beinen austreten. Sie versuchte, sie wegzuwischen, aber ihr vergeblicher, verbliebener Arm gehorchte ihr nicht länger. Die Substanz kroch langsam um ihre Füße und machte sich dann auf den Weg nach oben zu ihrem restlichen Körper. »Ist dies der Tod? Ist er das? Oder verliere ich einfach nur den Verstand?« Sie spürte, wie sich der Schleim einen Weg nach oben bahnte, fühlte den sengenden Schmerz, den er bei seinem Erwachen hinterließ. Was immer auch passierte, sie war noch am Leben und dies war real. »Komm schon«, sagte die Stimme, »lass uns gehen.«
Keine versuchte, die Stimme zu ignorieren und sich auf den Schmerz zu konzentrieren, aber der Neuankömmling ließ nicht locker. »Ignorier mich nicht, Sonnenschein. Du bist bereit aufzugeben, bereit zu sterben. Also warum überlässt du ihn mir nicht?« »Was überlassen?« »Deinen Körper. Komm schon. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Ich will auf dem Boden stehen, den Regen fühlen, den Wind schmecken.« Die Stimme hielt einen Moment inne, wie um sich über die Lippen zu lecken. Als sie fortfuhr, war sie von unvermindert verrückter Freude erfüllt. »Und ich möchte deine Hände nehmen und damit das verdammte Leben aus den Leuten herausquetschen. Ich möchte ihre Kehlen ausreißen und in ihrem Blut baden, genau wie zuvor.« In Erwiderung darauf legte Kain ihren Kopf zur Seite und übergab sich. Die Wärme kroch an ihr herunter und vermischte sich mit dem Schmerz des eindringenden schwarzen Schlammes. Bist du ein Schatten? Ja, vielleicht. Was macht das schon? Der Schleim erreichte ihr Gesicht, kroch ihr in die Nase und floss langsam in die Augenhöhle ihres fehlenden Auges. Als er ihr Gehirn berührte, durchfuhr Kaina ein mächtiges Gefühl, das sie so noch nie in ihrem Leben empfunden hatte. Es war ekstatisch. Sie wollte schreien vor Freude, aber brachte dabei lediglich ein leises Stöhnen hervor. »Fühlt sich gut an, nicht wahr?« fragte die Stimme mit einem Glucksen. »Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, wie man Frauen befriedigt. Nun gib mir diesen Körper. Komm schon, gib mir den Körper und ich verschaffe dir mehr von diesem Gefühl. Das ist ein fairer Tausch.« Ein schwarzer Klumpen streckte sich aus Kaines Seite heraus. Während sie ihn beobachtete, wurde er länger und dicker und nahm schließlich die Form ihres fehlenden Armes an. »Ich kann besser sehen«, dachte sie. »Mein Auge muss auch wiederhergestellt sein.« Der Schleim kroch nach oben, um den Rest ihres Gesichtes zu umhüllen, aber sie war in der Lage, ihn wegzuwischen. »Stopp«, flüsterte sie erstaunt darüber, ihre Stimme wiedergewonnen zu haben. »Stopp!« Der schwarze Schlamm zögerte, als ob er ihre Aufforderung überdenken würde, und kroch dann schnell ihren Körper hinab, bevor er in einer Rauchwolke verschwand. »Ach, was zur Hölle, Sonnenschein«, schrie die Stimme. »Wir hatten eine Abmachung. Ich dachte, du wolltest sterben.« »Großmutter hat gesagt, ich darf noch nicht sterben.« Kurzzeitig erschien ihr ein Bild ihrer Großmutter, blutüberströmt und gebrochen vor den Augen. Sie sah den Schatten, der sie getötet hatte, und hörte sein spottendes Gelächter. Dann schloss sie die Augen und verbannte das Bild aus ihrem Geist. Sie zitterte vor Wut am ganzen Körper. Als sie ihre Augen wieder öffnete, glühten diese rot. »Dieses Ding hat meine Großmutter umgebracht. Ich muss es töten, bevor ich sterbe.« Keine blickte nach unten und sah ein mysteriöses Muster, das Muster der Schatten, das sich in ihren linken Arm einbrannte. »Nun, ich soll verdammt sein«, sagte die Stimme fröhlich. »Sieh dir das an, Sonnenschein. Ich glaube, du und ich werden gute Freunde werden.« Keine starrte aufmerksam auf ihren Arm. Je emotionaler sie sich fühlte, desto mehr schienen die Zeichen ihrer Haut zu durchdringen und den Rest ihres Körpers zu infizieren. Der Arm hatte nun ganz eindeutig einen eigenen Willen. »Stopp! Das muss aufhören!« Ihren linken Arm mit dem rechten festhaltend, holte Keine tiefe Luft und versuchte, sich zu beruhigen. »Komm schon, kämpfe nicht dagegen an«, bat die Stimme. »Hass ist mein Leibgericht und ich habe Hunger! Wehre dich nicht, fühle die Wut, brenne mit dem Feuer der Rache, dürste nach Blut und dann geh da raus und...« »Halt's Maul! Halt's Maul! Verschwinde verdammt nochmal aus meinem Körper!« »Dein Körper? Oh, das ist interessant, Sonnenschein. Wirklich interessant. Schau, warum stirbst du nicht einfach, damit ich diesen Körper für mich alleine haben kann? Was meinst du? Ich wette, diese Freunde von dir aus Adlerhorst würden sich freuen, dich tot zu sehen.« Keine ergriff eine Glasscherbe in der Nähe und versuchte, den vom Schatten infizierten Teil ihrer Seite abzusägen. Ehe sie dies tun konnte, schnappte sich ihr dunkler linker Arm ihr rechtes Handgelenk und quetschte es. Keine schrie auf und ließ die Scherbe fallen, während die Luft vom Klang von Knochen, die aufeinander trafen, erfüllt war. »Hahaha, dummes kleines Mädchen, du bist nun besessen, Sonnenschein, und es gibt kein Zurück.« Die Stimme lachte erneut, ein lautes, langes Heulen, das kein Ende zu nehmen schien. »Besessen?« flüsterte Keine. »Ja, besessen, du und ich. Wir haben jetzt eine Art Übereinkunft auf Zeit. Erinnerst du dich, wie die Leute dachten, du wärst ein Freak? Nun, warte ab, bis sie dich jetzt mal sehen.«
Keine blickte auf, Tränen in ihren Augen. Der Himmel schien irgendwie kleiner, dunkler. Ist das wegen diesem Schatten? Sehen Sie die Welt so? Also hör zu, säuselte die Stimme. Ich weiß, dass diese ganze Sache mit dem Besessensein uns so recht plötzlich kommt. Aber sie ist nicht nur schlecht, sie bietet dir auch einiges. Ich bin auch eine äußerst mächtige Kreatur, Sonnenschein. Und diese Macht gehört nun dir. Hast du Feinde, Menschen, die dich töten, die du töten möchtest? Ich kann das anstellen. Dieses fette kleine Kind, das dich ständig ärgert. Dieser große alte Schatten, der deine Großmutter zerquetscht hat. Wir werden ihnen gemächtig den Arsch aufreißen. Niemand wird dich mehr missbrauchen, Sonnenschein. Keine Schmerzen mehr. Warte mal, sagte Keine. Du bist ein Schatten. Warum solltest du mir helfen, einen anderen Schatten zu töten? Wieso? Denkst du etwa, ich wäre eine Art Rassist? Oder ein Mörder mit Stil? Es interessiert mich einen Dreck, wen du tötest, Honighöschen. Ich will einfach nur vom Brunnen kosten. Keine dachte darüber nach, während sie sich wieder auf die Beine kämpfte und die Macht des Schattens durch sie jagte. Der Rauch aus ihrem Haus wurde vom Wind weggeweht und sie genoss die kühle Abendbrise, die über ihren neuen linken Arm strich. Nach einer langen Pause erhob sich die Stimme wieder. Also, wie sieht's aus, du und ich? Wir könnten eine tolle Zeit zusammen haben. Sieh mal, ich werde mich sogar um den blutigen Teil kümmern, wenn du nicht. Ich werde dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen kannst. Verpiss dich, Arschloch! Murrte Keine. Ich kümmere mich um das Töten. Kreischte die Stimme. Sieh mal an, oh Sonnenschein, wir werden so viel Spaß haben. Also hör zu, mein Name ist Tyrann. Wenn du mich jemals brauchst, ich hänge in diesem Stück Fleisch rum, das du Herz nennst. Nun, mach dich ans Werk. Je mehr du tötest, desto verfaulter und verdorbener wird dein Herz. Und ich mag verfault und verdorben. Keine nickte mit der Stimme zu. Ja, sagte sie. Ja, ich denke, das wird so gehen. Ich werde diesen Schatten finden und ich werde ihn mit seinen eigenen Eingeweiden erwürgen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich das gleiche mit dir machen, Tyrann. Verlass dich drauf. Hahaha, lachte Tyrann. Ich habe schon größere Haufen als du gemacht, also viel Glück damit. Und eine Sache noch. Im Moment teilen wir uns diesen Körper, aber solltest du jemals keinen Hass mehr verspüren, wenn du jemals, du weißt schon, weich wirst, dann werde ich ihn ganz übernehmen. Also immer schön töten, Sonnenschein. Und pass auf dich auf. Die Stimme wurde schwächer und verschwand allmählich. Irgendwo tief im Innern von Keine. Keine wartete, bis die Stimme fort war und schwenkte dann ihren neuen linken Arm ein paar Mal. Er fühlt sich völlig normal an, dachte sie. Er fühlt sich an wie meine an. Verzweifelt stocherte und stupste sie an dem neuen Gliedmaß herum, fest entschlossen herauszufinden, was damit nicht stimmte. Sie wollte nicht, dass es sich normal anfühlt. Das würde bedeuten, die Kreatur im Inneren hätte bereits gewonnen. Ich bin kein Schatten, ich bin keine. Während sie dieses Mantra im Geiste wiederholte, begann sie, sich langsam durch den Schutt ihres Hauses zu wühlen, wobei sie darauf achtete, einen bestimmten roten Fleck in der Ecke zu ignorieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit herzzerreißender Arbeit fand sich schließlich, wonach sie gesucht hatte. Es war der Kranz aus Mondtränen. Obwohl er einmal durch die Hölle und zurückgegangen sein musste, leuchteten die Blüten des Schmuckstücks heller als je zuvor. Keine fing an, ihn sich ins Haar zu stecken, nahm den Kranz dann aber langsam wieder runter und starrte ihn an. Es tut mir leid, Großmutter, es tut mir so leid. Aber ich verdiene es nicht mehr, ihn zu tragen. Ich bin besessen, verdorben, ein Freak. Und dieses Mal gibt es kein Zurück, denke ich. Keine hielt sich die Blume ans Herz, fiel zu Boden und schluchzte. Während die Nacht allmählich zur Dämmerung überging und die Menschen in ihrem Dorf ihrem Alltag nachgingen, verharrte sie in dieser Position, als könnten ihre Tränen irgendwie den Horror, der die ihre Welt nun befiel, fortwaschen. Alive. Stay alive! Stay alive! Grandma? Keine, you gotta live! You gotta come back to us! Und damit sind wir wieder im normalen Spiel, mit der normalen Sequenz. Ich persönlich weiß nicht, ob Keines Geschichte irgendwann in gleicher Form nochmal weitergeht. Oder ob das jetzt ihr Hintergrund war.
den sie quasi nochmal erlebte, während sie hier eingesteint war und danach bewusstlos. Aber da wir die Sequenz schon mal im normalen ersten Durchgang des Spiels gesehen haben, werde ich jetzt rausschneiden und dann an der nächsten Stelle wieder, ja, einen Einschnitt machen, wenn sich eine neue Sequenz mit neuen Informationen zu bieten scheint. Deswegen sage ich, bis dann. Ciao.